Es ist geschafft. Omolu Corp hat eine neue Ära der Menschheitsgeschichte eingeläutet. Die Herstellung des revolutionären Medikaments hat begonnen und schon bald wird der Kampf gegen Krebs gewonnen sein. Alles begann mit dem reisenden Jake Higgins, der nach Amazonien ging und das Geheimnis der ewigen Gesundheit zurückgebracht hat. Nachdem er seinen Fund mit Omolu Corp geteilt hatte, hat das Unternehmen sofort mit der Erforschung eines neuen Medikaments begonnen, das Krebs ein für alle Mal heilen wird. Eine der schlimmsten Erkrankungen wird bald vollkommen ausgemerzt sein. Es mag schwer vorzustellen sein, doch die Ergebnisse der Tests sind eindeutig. Das Heilmittel wirkt tatsächlich und führt zu einer völligen Genesung. Und das ist erst der Anfang. Die medizinische Revolution nimmt an Fahrt auf und mittlerweile wurden bereits die Forschungen zur Ausrottung anderer Krankheiten in die Wege geleitet. Dank Omolu Corp ist das Unmögliche möglich geworden und so stehen wir heute vor einer einzigartigen Gelegenheit, die der Menschheit eine nie dagewesene Langlebigkeit und Gesundheit bescheren wird. Ein brasilianischer Traum wird wahr. Während das brasilianische Pharmaunternehmen Omolu Corp den Bürgern des Landes kostenlos das revolutionäre Allheilmittel initiiert, sieht der Rest der Welt mit wachsender Empörung zu, wie die Preise für das Medikament in die Höhe schnellen. Bis vor kurzem kannten nur Leute, die sich für Arzneimittel und ihren Vertrieb interessierten, den Namen Omolu Corp. Doch nun spricht jeder über das Unternehmen. Das Medikament, das die Firma in Rekordzeit entwickelt hat, soll angeblich als perfekter Impfstoff gegen jegliche Art von Krankheit dienen. Und die Menschen, die bereits erkrankt sind, stimuliert es das Immunsystem und führt so zu einer kompletten Genesung. So unwirklich das klingen mag, das Internet ist bereits voll mit Fotos und Videos von geheilten Krebs-, AIDS- und Lupus-Patienten. Außerdem wurde eine Studie veröffentlicht, welche die enorme Effektivität des neuen Medikaments gegen Ebola zeigt, obwohl diese Krankheit bisher als nicht behandelbar galt. Allerdings hat Omolu Corp medizinische Labore aus dem Ausland den Zugriff auf das Medikament verweigert, sodass die Wirkung nicht durch Untersuchung außerhalb Brasiliens bewiesen werden konnten. Kranke und Sterbende auf der gesamten Welt lassen sich davon jedoch nicht entmutigen. Sie haben Online-Spendensammlungen eingerichtet und hoffen darauf, so die unvorstellbar teure Behandlung finanzieren zu können. Wer gesundheitlich dazu in der Lage ist, reist nach Brasilien in der Hoffnung, eine kostenlose Injektion zu bekommen. Die Warteschlangen an der Grenze werden immer länger und Flugunternehmen schaffen neue Verbindungen nach Brasilien, um der wachsenden Nachfrage gerecht zu werden. Auch wenn Omolu Corp das Medikament in Brasilien umsonst verteilt, sind die Einnahmen der Firma auf mehrere Milliarden Dollar gestiegen. Das Unternehmen besitzt exklusive Rechte an dem neuen Medikament und hält die Zusammensetzung geheim, damit niemand die Formel kopieren kann, wie Coca-Cola. Ach, Kalota. Was ich aber machen kann, ist, dass ich dir die Krümel von deinem alten Account auf den neuen ziehe. Das kann ich gerne nach dem Stream machen. Entsprechend kann es die Preise in anderen Ländern nach Belieben festsetzen. Inoffiziellen Berichten zufolge verhandeln nicht nur Importunternehmen aus den USA mit Omolu Corp, sondern auch die Regierungen anderer Länder, die ihren Bürgern Zugriff zu dem neuen Medikament verschaffen wollen. Bisher haben es keine genaueren Informationen darüber an die Öffentlichkeit geschafft, aber uns ist bekannt, dass Omolu Corp weltweit mindestens eine Zweigstelle pro Kontinent aufbauen will. Zwischen den Weltmächten hat ein Wettrennen begonnen, das über die ersten Standorte entscheiden wird. Ich sammle neu. Okay. Der Erfolg von Omolu Corp hat allmählich Auswirkungen auf das gesamte Land. Brasilien war bisher die achtgrößte Wirtschaft der Welt, doch jetzt ist es auf dem Weg an die Spitze. Dank dieser medizinischen Entdeckung wird das Land zu einer Macht, wie sie die Welt noch nicht gesehen hat. China hat es bereits hinter sich gelassen und bald schon könnte Brasilien die wohlhabendsten und einflussreichsten Supermacht der Welt sein. Und das liegt nicht nur an den wachsenden Gewinnen durch das neue Medikament, sondern auch an der rasanten Entwicklung zu einer gesünderen und stärkeren Gesellschaft. Noch können wir nicht absehen, wohin dieses Experiment bei dem
alle Krankheiten eine ganze Nation ausgerottet werden sollen, hinführen wird. Aber möglicherweise führt Brasilien eine Weltrevolution herbei. Wahrscheinlich. Medizinischer Durchbruch. Omolu Corp wird uns heilen. Nur das Pharmaunternehmen Omolu Corp konnte Jake Higgins davon überzeugen, die Geheimnisse der ewigen Gesundheit zu teilen. Mit der Entwicklung eines neuen Medikaments wurde sofort begonnen. Wir stehen kurz vor einer echten medizinischen Revolution. Higgins ist der erste Mensch überhaupt, der mit dem bislang unbekannten Yabuhaka-Stamm in Kontakt getreten ist. Bevor er nach Brasilien gereist ist, musste er alle erdenklichen Impfungen erhalten, sein Immunsystem verbessern, sich auf eine gesunde Ernährung umstellen und diverse Tests durchlaufen, um zu prüfen, ob er völlig gesund war. Denn wenn sich Stämme, die vom Rest der Welt isoliert leben, mit einer Krankheit von außen anstecken, kann ein ganzes Dorf ausgelöscht werden. Selbst wenn es nur eine Erkältung ist. Higgins hat sich dieser Herausforderung jedoch gestellt und dafür sollten wir dankbar sein. Als er sein Ziel erreicht hatte, stellte sich heraus, dass er sich seine ganzen Vorbereitungen hätte sparen können. In dem Buch, das er nach seiner Rückkehr geschrieben hat, stellte Higgins eine sensationelle Behauptung auf. Angeblich erkranken Angehörige dieses Indio-Stammes nie. Mit diesem Satz hat er Hoffnung unter allen Kranken geweckt, doch letztlich war das Buch nur eine riesige Enttäuschung. Denn den wahren Grund hinter dem perfekten Immunsystem der Indios hat der Autor darin nicht enthüllt. Medizinische Experten zufolge sollen seine Behauptungen nichts als Märchen sein. Schließlich liefert er keinerlei Beweise. Zum Glück kamen auch Unterstützer auf Higgins zu, die das Potenzial hinter seinen bemerkenswerten Behauptungen gesehen hatten. Omolu Corp hat es geschafft, den Reisenden davon zu überzeugen, sein Wissen mit ihnen zu teilen. Dieses Unternehmen war das einzige weltweit, das mutig genug war, unkonventionelle Forschungsarbeiten einzuleiten, deren Ziel unter anderem die Revolution der Krebsbehandlung ist. Schon bald werden komplizierte Operationen und anstrengende Chemotherapien der Vergangenheit angehören. Die Tatsache, dass zahlreiche Trittbrettfahrer um jeden Preis versuchen, mit dem Yabuhaka in Kontakt zu treten, scheint zu beweisen, dass Jake Higgins wirklich das Geheimnis der ewigen Gesundheit gelüftet hat. Das Interesse ist so groß, dass die brasilianische Regierung schon um die Sicherheit des Stammes besorgt ist. So werden Zugangsberechtigungen in den Lebensraum der Yabuhaka nicht mehr erteilt. Zudem haben die Behörden weitere besondere Sicherheitsmaßnahmen ergriffen und Teile des Dschungels zu einem Reservoir erklärt, dem unautorisierte Dritte dem Stamm nicht gefährden können. Die Yabuhaka werden von jeder Seite aus geschützt. Dank Higgins und Omolu Corp wurde eine medizinische Revolution in Gang gesetzt, die zur Beseitigung von bislang nicht behandelbaren und oft tödlichen Erkrankungen führen wird. Sobald sie vollzogen ist, wird ein gewisser, bescheidener Reisender nicht nur in die Geschichte des medizinischen Fortschritts, sondern in die der gesamten Menschheit eingehen. Werden die Entdeckung von Jake Higgins die Welt retten? Niemand hat geglaubt, dass Higgins wirklich das Geheimnis der ewigen Gesundheit gelüftet hat. Heute wissen wir, dass Omolu Corp mithilfe seiner Entdeckung die Welt verändert und die Menschheit von der Bürde der Krankheit und des Leidens befreien wird. Sammy leidet an akuter lymphoblastischer Leukämie. Er ist erst 4 Jahre alt und hat den Großteil seines Lebens im Krankenhaus verbracht, wo er eine Chemotherapie und endlose Nadelstiche ertragen musste. Eine Knochenmarktransplantation ist seine beste Chance auf Genesung, doch Sammy ist, wie tausende andere kranker Kinder, nicht für den Eingriff geeignet. Der Kampf um die Leben dieser jungen Patienten ist ein grausames Rennen gegen die Zeit. Völlig unerwartet hat sich nun Omolu Corp eingeschaltet, um die zeitnahe Veröffentlichung eines neuen Medikaments angekündigt, das die Behandlung von Krebs so leicht wie die Heilung einer Erkältung machen soll. Mal ganz am Rande, Erkältungen können nicht geheilt werden. Sie brauchen immer um die 7 Tage. Du kannst nur die Symptome behandeln.
Das ist ein wahrer medizinischer Durchbruch, der das Schicksal der Menschheit verändern wird, indem er eine der schwersten Krankheiten überhaupt auslöschen wird. Die Forschungsarbeiten des Unternehmens haben große Hoffnungen geweckt. Unheilbare kranke Patienten haben sich vor dem Hauptsitz von Omolu Corp versammelt, in der Hoffnung, als erster für die Tests ausgewählt zu werden. Offiziell hat das Unternehmen gesagt, es sei noch zu früh für Experimente an Menschen, doch Zeugen berichten, wie bereits geheilte Patienten den Hauptsitz verlassen haben. Aufregende Berichte über die unglaubliche Wirkung des neuen Medikaments ziehen eine Flut aus verzweifelten Leuten an, die bereit sind, den Rest ihres Lebens in der Warteschlange auf ein Wundermittel zu verbringen. Und Leukämie ist nur der Anfang. Das Unternehmen hat verkündet, dass auf Grundlage von Jake Higgins Forschung weitere Medikamente entwickelt werden, um andere unbehandelte Krankheiten auszumerzen. Es ist wirklich großartig, dass das Heilmittel für Millionen kranker Menschen im amazonischen Wald unter den Angehörigen eines völlig isolierten Stammes gefunden wurde. Allein der Gedanke klingt so absurd, dass noch kein angesehener Wissenschaftler darüber gesprochen hat. Einzig und allein Jake Higgins und war mutig genug, um sich für die Entdeckung eines revolutionären Heilmittels auf eine lange und gefährliche Reise zu begeben. Gibt es wirklich Hoffnung für Sammy? Aktuelle Prognosen der Ärzte sehen seine Genesungschancen bei 20%, wohingegen das neue Medikament in 100% der Fälle zur Heilung führen soll. Falls der Junge es schnell genug bekommt, kann er sich auf ein langes, normales Leben freuen. Und auch wenn eine Welt ohne Krankheiten immer noch wie eine Vorstellung aus einem Science-Fiction-Film klingt, sind Jake Higgins und Omolu Corp den ersten Schritt zur Erfüllung dieses Traums gegangen. Jo, bis gleich. Was nochmal Leukämie für eine Krankheit? Blutkrebs. Leukämie ist Blutkrebs. Eine der schlimmsten Krebsarten. Was nicht heißt, dass die anderen Krebsarten nicht schlimm sind, aber Leukämie, also Blutkrebs ist somit das Schlimmste. Tempo wichtiger als Qualität. Medikament von Omolu Corp bereits erhältlich. Es ist kaum ein Jahr her, seit das brasilianische Pharmaunternehmen mit seiner Arbeit an einem neuen und revolutionären Medikament begonnen hat. Und trotzdem wird das besagte Arzneimittel bereits Patienten verabreicht. Die Medizinexperten der Welt sind über diesen Bruch mit gängigen Verfahrensweisen empört und gleichzeitig um die Sicherheit der Patienten besorgt. Am Dienstag hat die WHA die Handlungsweise von Omolu Corp offiziell verurteilt, denn das Unternehmen hat zuvor in rekordverdächtigem Tempo ein neues Medikament auf den Markt eingeführt. Laut einem Sprecher der WHA ist es unmöglich, in so einer kurzen Zeit alle nötigen Tests durchzuführen und sich an die internationalen Richtlinien für neue Medikamente zu halten. Unterdessen ist der Präsident von Brasilien dem Unternehmen zur Seite gesprungen und hat bestätigt, dass das Medikament vom zuständigen Amt zum Verkauf freigegeben wurde. Außerdem fügte er hinzu, dass Schwerkranke nicht viele Jahre auf eine effektive Behandlung warten können. K. Kwiatek, der CEO von Omolu Corp, ließ verlauten, dass das Medikament geprüft worden und sicher sei. Außerdem soll es außergewöhnlich effektiv gegen Krebs sein. Angeblich führt das Medikament zu einer vollständigen und raschen Erholung und verhindert gleichzeitig, dass Rückfälle und Metastasen entstehen. Deshalb wurde die vermeintlich überstürzte Markteinführung auch von Organisationen auf der ganzen Welt unterstützt. Der Weg von der Entwicklung zum Patienten. Irgendwas? Die Entwicklung eines Medikaments beginnt damit, dass nach neuen Wegen zur Behandlung einer bestimmten Erkrankung oder eines Syndroms gesucht wird. In der ersten Phase werden Hunderte oder gar Tausende von chemischen Stoffen und Verbindungen auf ihr Heil- und Vorsorgepotenzial untersucht.
Danach werden aus diesen Substanzen die vielversprechendsten ausgewählt. Mit ihnen werden vorklinische Tests am lebenden Gewebe oder Bakterien durchgeführt, die etwa 5 Jahre in Anspruch nehmen. Erst in der nächsten Phase werden die sorgfältig ausgewählten Substanzen Menschen in einer Reihe von streng regulierten klinischen Tests verabreicht, die bis zu 6 Jahre dauern. Erst dann kann ein Pharmaunternehmen einen Antrag auf die Registrierung des Medikaments stellen. Dieser wird wiederum etwa 1,5 Jahre lang von der zuständigen Behörde geprüft. Sobald der Antrag bewilligt wurde, beginnt die Herstellung des Medikaments, bevor es dann eingeführt wird. Doch damit ist es nicht getan. Jedes offiziell verfügbare Medikament wird ständig und streng kontrolliert. No! No! Ich hab's nicht gelesen! Oh no. Weitere Infektionen mit neuem Virus in Brasilien. Die Situation in brasilianischen Krankenhäusern verschlimmert sich. In Verbindung mit einem unbekannten Virus sind mehrere Dutzend Menschen gestorben und die Zahl der Infizierten wächst. Die Krankenhäuser schaffen es kaum, die Flut an Patienten Herr zu werden. Ursprünglich wurde die Erkrankung isoliert untergebracht, doch es gibt nicht genug Isolationsstationen für alle Betroffenen. Ganze Stationen und sogar Krankenhausflüge werden zu Quarantänezonen umfunktioniert. Unglücklicherweise können die Bemühungen des medizinischen Fachpersonals nicht ausreichen, um einen Krankheitsausbruch zu verhindern. Viele Leute halten sich selbst in einem fortgeschrittenen Krankheitsstadium noch zu Hause, in den Straßen oder an öffentlichen Orten auf und verbreiten das Virus so noch weiter. Am schlimmsten ist die Lage in den ärmsten Vierteln und Favelas. Die schlechte sanitäre und gesundheitliche Versorgung sorgt zusammen mit der misstrauischen Einstellung der Bürger gegenüber den Behörden dafür, dass der Virus in diesem Gebiet noch schwerer unter Kontrolle zu halten ist. Der Gesundheitsminister hat der Öffentlichkeit versichert, dass mehrere Forschungsteams unabhängig voneinander an der Identifizierung des Virus arbeiten. Gleichzeitig wurde eine Sondereinheit einberufen, die Ursprung und Ursache des Ausbruchs bestimmen soll. Der Präsident von Brasilien behauptet, die Situation sei unter Kontrolle. Gleichzeitig bittet er die Bürger darum, sich an strikte Sicherheitsmaßnahmen zu halten und öffentliche Orte bestmöglich zu meiden. Verschiedene große Events wurden aus Sicherheitsgründen abgesagt und Kindergärten und Schulen werden immer schlechter besucht. Trotz der beunruhigenden Beruhigungsversuche durch die Behörden steht Brasilien am Rande des Chaos. Na, wem kommt das bekannt vor? Ausbruch unbekannter Krankheit gerät außer Kontrolle. Es ist noch nicht lange her, dass Brasilien auf dem Weg zur größten Supermacht der Welt war. Doch nun steht das Land am Rande des Zusammenbruchs. Eine mysteriöse Krankheit hat bereits 20 Millionen Menschen das Leben gekostet. Die medizinischen Vorräte des Landes gehen zur Neige und die Regierung hat die Kontrolle verloren. Wenn sich der Ausbruch über die Grenzen hinaus ausweitet, könnte diese Krise den gesamten Kontinent verschlingen. Aufgrund der tragischen Situation in Brasilien haben Nachbarländer Maßnahmen ergriffen, um ihre Bürger vor einer Ansteckung zu schützen. Die Grenzen werden durch zusätzliche Einsatzkräfte kontrolliert und offizielle Übergänge wurden abgeriegelt. Ausreißer, die das Land auf illegalem Weg verlassen wollen, werden festgenommen und zurückgeschickt. Auch der Rest der Welt hat Auflagen erhoben, so verkehren von den meisten Flughäfen keine Flüge mehr nach Brasilien. Auf einer Sonderkonferenz, die durch Vertreter der WHA von der ganzen Welt einberufen wurde, wird darüber diskutiert, wie eine weitere Verbreitung des Virus verhindert werden kann. Einer der ersten Vorschläge beinhaltet verstärkte Maßnahmen am Isthmus von Panama. Geografisch gesehen handelt es sich hierbei um den am ehesten geeigneten Ort, um den Ausbruch zu stoppen, denn die Epidemie hat Kolumbien bereits erreicht. Zu den anderen Vorhaben gehören die Errichtung von Stacheldrahtzäunen oder gar einer Mauer, die von Küste zu Küste reicht. Auch über den Einsatz von umfangreichen militärischen Streitkräften wird beraten.
Die Hilflosigkeit der WHA im Angesicht dieser Krise ist offensichtlich. Alle bisher besprochenen Lösungsziele zielen hauptsächlich darauf ab, bisher nicht betroffene Länder vor der Krankheit zu schützen. Niemand konnte eine Methode zur effizienten Behandlung des Virus oder zur Eindämmung der verwüsteten Gebiete vorbringen. Der erste Tag der Konferenz hat zu enttäuschenden Ergebnissen geführt, die der Welt kaum ein Gefühl von Sicherheit geben. They all believed this was the only solution. Shutting down airports, seaports, and now this? They are isolating the entire continent. Diese Parallelen und dieses Spiel ist von 2018. Damals konnte noch niemand wissen. Niemand. Was passiert? Das sind Gräber. Das sind einfach fucking Massengräber. Weil man nicht mehr weiß, wohin damit. Jake Higgins Mörder. Seine Entdeckung hätte die Welt retten sollen. Stattdessen haben sie 150 Millionen Todesopfer gefordert, Entschuldigung. You think I was worth it? War es das wert? Holy shit. Ist es das wert? Das Leben einer gegenüber das Leben von 150 Millionen. Doesn't look like you're gonna need this. Ich glaube, der mochte uns nicht.